Hallo, da sind wir wieder zu der Top Edition 185 mit weiteren spannenden Berichten. Halloween steht vor der Tür. Alle sind fleißig am Kostüm nähen oder Süßigkeitenberge einbunkern. Aber wie sieht das eigentlich mit der Geschichte dahinter aus? Das erfährst du in unserem neuen Bericht. Wenn man an Halloween denkt, denkt man an Geister, Kürbis und vor allem an Süßigkeiten. Aber von wo kommt eigentlich der Brauch? Und was hat es mit diesen Geistern, Kürbis und Süßigkeiten auf sich? Den Brauch haben ursprünglich irische Einwanderer in die USA gebracht. Jedoch haben die den Brauch nicht Halloween genannt, sondern All Hallows Eve, was so viel wie der Abend vor Allerheiligen heisst. Aber was ist genau Allerheiligen? Das ist der Viertag am 1. November, wo die Katholiken die Gräber der verstorbenen Verwandten und Freunde dekorieren. Früher hat man in dieser Zeit um den 1. November herum zum Winteranfang die Kühe von der Weide in den Stall getrieben, weil es draussen langsam kalt geworden ist. Darum hat man gedacht, dass die Seelen der Toten auch wie die Kühe sozusagen zu den Menschen ins Warme kommen. Weil man Angst vor diesen bösen Seelen hatte, hat man Grimassen in Kürbis geschnitzt, um die Seelen zu verscheuchen. Darum haben wir Geister und Kürbis an Halloween. Die Süßigkeiten kommen von dort, dass man sich als so eine Seele verkleidet hat und den Leuten droht hat, in den Streich zu spielen, wenn sie nichts Süßes geben. Der Spruch dazu heisst «Süßes oder Saures». Leider ist Halloween in der modernen Zeit zu einem kommerziellen Anlass geworden. Da Jugendliche zum Teil Halloween zum Randalieren missbrauchen, wird es oft von erwachsenen Leuten verabscheut. Spätestens jetzt weisst du, woher das bekannte Fest kommt. Wir haben in Zürich die Leute auf der Strasse gefragt, was sie eigentlich darüber wissen. Also Kürbis, die haben sie ja in Irland so geschnitzt irgendwie, wahrscheinlich, ich habe es mal gewusst, aber jetzt weiss ich es nicht mehr. Ja. Ich glaube, es kommt irgendwie so ursprünglich aus Irland oder Amerika. Also. Einfach so ein bisschen gruselig sozusagen, so Totenköpfe und Kürbis so einritzen. Es hat anscheinend, glaube ich, etwas zu tun mit den Toten, mit dem Andenken der Toten irgend und das. Ich finde, es gehört nicht in die Schweiz. Mir gefällt es nicht, weil die Masken so gefürchtet sind. Also es geht gesehen, Mann oder innen. Und ja, mich kraucht es von diesen Masken selber. Und ich denke dann an meine Enkel, die sind 5, die haben auch Angst davor. Die haben also gar nichts anfangen mit denen. Keine Ahnung. Also Halloween ist halt gruselig und dann so Geister, keine Ahnung. Ich bin so mit den Asks richtig dumm. Ja, keine Ahnung. Nein, ich weiß es nicht. Gibt es einen echten Grund? Okay. Ich glaube, es ist ein heidnischer Brauch ja im Ursprung. Das ist so, wie soll ich sagen, ein Ersatz zum Allerheiligen. Und für uns ist wichtiger da in Europa, christliche Länder, ist wichtiger Allerheiligen statt Halloween. Halloween, das ist so dumme Geister, die umeinander springen und machen, Entschuldigung, Mist. Spass. Pünktlich zu Halloween hat auch der Emanuel endlich mal seinen Horrorfilm drehen, den er schon lange hat machen wollte. Viel Spass damit. Thank you.
da es langsam wieder kalt wird und der Sommer vorbei ist, haben wir euch gedacht, bringen wir euch nochmal richtige Ferienstimmung mit der Drohnenaufnahme von unserem Schnupperstift, wo uns die schönste Seite von Sardinien gezeigt hat. Zum Schluss kommen wir mal wieder zu den Classics, wo der Janos extra paar coole Beiträge für euch rausgegraben hat. Jerk ist ein Tanz, der 2008 entstanden ist und sich momentan zum Hit und zum Trend in der Hip-Hop-Szene entwickelt hat. Wir haben ein paar Jugendliche getroffen, die auf diesem Thema üben. Sie tanzen extra für uns und wir haben ein bisschen nachgestochert. Hey, ich bin Dale Jerk, bin 18 und komme aus Zürich. Ich bin der Stelly von The New Generation und komme aus Zürich. Yo, what's good? Ich bin Soldier Jerk, The Phenomenal. Ich bin aus Dübendorf, 8600, Swag on, Swiss Jerks. She like, where you going? I ain't got my shoes in first. I said, it's none of your concern. And she yelled, you're a jerk. So I walked out the door, called DJ. Told him it's a function. He said, I'm on my way. We put up to the party. I took off my shirt and got geeked up. Everybody jerking. We was jerking to the left, jerking to the left. And she popped it out of nowhere. She was still half dressed. Was ist Jerk für dich? Ja, Jerk ist Tanzen, Musik und Spass mit Kollegen in der Freizeit. Und einfach etwas Einzigartiges. Für mich ist Jerk wie ein Lebensstil, für mich auch gleichzeitig ein Style. Und ja, es ist für mich eben wie gesagt ein Lebensstil, ein Style und ein Tanz. Jerk, das ist ein Style, das ist Musik, das ist Tanzen. Und Jerk lebt mir, das musst du spüren, richtig, sonst kannst du es nicht. Wie bist du auf Jerk gekommen? Ja, ich hatte früher immer Hip-Hop-Style gehabt. Da habe ich gefunden, muss ich mal etwas Neues haben. Da habe ich einen Kollegen gefragt, ob er etwas kennt. Und dann hat er mir gerade gezeigt, New Boys Video. Und dann habe ich mich gerade verliebt und dann gerade angefangen zu üben. Ja, ich habe mal so Videos angeschaut auf YouTube. So, zuerst bin ich auf Twerk gekommen und das ist ein anderer Tanz. Und irgendwann bin ich auf ein Jerk-Video gekommen. Und ja, so habe ich angefangen, Jerk-Videos zu machen. Ich habe mal auf Star TV habe ich ein Video gesehen, You're a Jerk. Dann habe ich das Lied mal gehört und der Beat war einfach krass geil. Bin ich halt, aber ich habe nicht gewusst, ich habe den Titel vergessen, den ganzen Scheiß.
dann bin ich halt auf YouTube an Hi-Fi angeschaut, das ist ein anderer Tanz, und dann ist gestanden so ein neuer Hi-Fi-Style und so. Und dann habe ich gesehen, das ist Jerk, dann habe ich wieder das Your Jerk-Video gesehen von den New Boys. Dann habe ich halt weiter geschaut und sind Rangers gekommen und dann gerade. Yeah, super swagged out and I make it rain money. Bitch, I don't even talk. I let my money talk for me. I don't even talk. I let my money talk for me. Super swagged out. Also hat sich von Anfang an fasziniert. Ja, gerade am Anfang an bin ich gerade H&M Skinny Jeans gekauft. Ja, gerade will ich dabei sein. Ja, nicht gerade so. Am Anfang sind enge Jeans und so Zeugs nicht gerade in gewesen. Aber zur Zeit habe ich mich daran gewöhnt und ich habe es irgendwie noch geil gefunden. Ja, also direkt. Nur der Style war ein bisschen komisch, eben, wie der Style schon gesagt hat, mit Skinny Jeans. Aber mit der Zeit habe ich es dann doch noch easy geil gefunden. Es hat noch Swag gehabt, ja. Was ist dein Lieblingsschritt beim Jerken? Alles. Ja, der Pin Drop eigentlich am meisten, mache ich immer am meisten. Ich finde, das Footwork, also die Fußarbeit, ist wichtig für mich im Jerk. Lieblingsschritt. Eine Zeit lang habe ich einfach den Pindrop geil gefunden. Und jetzt gerade fange ich mit Dagi an und das gefällt mir jetzt gerade am besten. Ja, wer am 9. Januar Tram gefahren ist und Mitfahrer ohne Hosen angetroffen hat, der hat sich vielleicht ein bisschen gefragt. Dann hat nämlich in Zürich zum ersten Mal die Aktion No Pants Subway Ride stattgefunden. Die Aktion, also Tramfahrer ohne Hosen, stammt ursprünglich aus New York und findet seit 10 Jahren statt. Angefangen haben sie mit 7 Teilnehmern und inzwischen sind es über 3'000. Zürich hat nur 30 Teilnehmer können dazu bewegen, die Hosen abzuziehen, und Videogang noch ein paar weitere. Letzten Sonntag hat die Aktion No Pants Tramride stattgefunden. Was haltest du davon? Ich finde es eine gute Idee. Mitmachen würde ich selber nicht, aber sicher kreativ. Vor allem Leute, die das gut finden, sollen doch mitmachen für nächstes Mal. Also ich persönlich würde es jetzt nicht machen, aber ich denke, es ist sicher eine lustige Idee. Und ich fände es auch lustig, wenn ich mit dem Tram hocke und dann einfach ein paar Leute sehe, in der Unterhose Tram fahren. Also ich finde jetzt nichts, also es ist nichts Spezielles. Also ich meine, sollen es doch, wenn es wollen. Ist es lustig? Ja, ich finde es eigentlich so wie, ja, es ist einfach eine Dummheit. Ich finde es einfach blöd. Also ich finde es eine hobbylose Zeitverschwendung. Und was findest du persönlich? Ist es eher sinnvoll oder sinnlos, eine Aktion zu starten? Also ich finde es sinnvoll. Sinnlos. 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 Ja, ich finde es jetzt nicht schlimm, also ja. Keine Ahnung. Also du würdest mitmachen? Ja. Also wenn wir jetzt mit dir zu der Tramstation gehen, ziehst du die Hose ab und steigst ein? Ja, nicht unbedingt jetzt gerade sofort, ich weiß auch nicht. Also vielleicht, ich würde es vielleicht machen. Was ist so geil daran, einfach so mit ohne Hose einfach so durch die Stadt rumlaufen und so? Ich finde es einfach so scheiße. Das war es wieder mit der Top Edition 185. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wenn du noch Schüler bist, kannst du dich auf der Seite berufswahlradio.ch für die Education Games anmelden, wo du vieles lernst und coole Sachpreise kannst gewinnen mit der ganzen Klasse. Viel Glück dabei!